Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolved. Mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und der Sora Timers. Was geht, meine Freunde? So, ich würde sagen. Können wir uns erstmal hinlegen? Es ist schon wieder dunkel. Ja, ah. ich bin schon weit voraus. Ja, ist ja gut. ich sag's ja immer, die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. Jugend von heute, aha. Ja. Ja, ich weiß, so alter Hase. Bei dir ist eine andere Geschichte. Danke. Bitte. Na, kostenlos. Meine Kabel packe ich wieder da rein. Da die Kerzen rein, da das rein. Okay, ich wäre fast soweit. Sehr schön. Ich bin dann quasi links neben dem Portalgebäude. Moment. Achso, ich soll zu dir kommen. Aua. Zum Portalgebäude. Ja, okay, sofort. Augenblick. Hihi, wir haben ja jetzt einen schönen Teleporter hier. Jo. Once, dankeschön. Und wusch. So. Na, kommst du? Na? Ja. Ah, da kommt er angerannt. Hallo, hier bin ich. Parici, komm zu dir gefliegt. OMG. Komm, mach jetzt wieder. Hast du deine Dierrüstung eingepackt? Nein. Ich wusste. So, komm, ich geh jetzt mal so. Alles klar. Und zwar wird das Portal zu den Runic Dungeons so aufgebaut. Okay, 3x3 Chiseled Stone Bricks. Ja. Und dann ein Ring von normalen Stone Bricks. Wie machst du eigentlich die Kreide? Die Kreide? Ja. Die Magical Staff wird ja gemacht aus 3 Kreide, Emeralds, Diamanten und Goldingots. Okay. Und die Kreide kann man nur finden. Schade. So, und jetzt kommt die große Frage. Erstmal Vorsicht, Creeper. So, Klaus. Warte. Was denn? Ah, das war Absicht? Okay. Einmal einen Moment warten, Klaus. Ich wollte erstmal gefragt haben, was denkst du, wofür ist das? Ja, das ist mein Ästhetikfimmel. Ich wollte erstmal gesagt haben, wofür ist das? Keine Ahnung. Ganz einfach, da habe ich zu viel abgebaut. Kannst du wieder auffüllen. Oh, du Arme. Warte. Nein, hör auf. So. Und jetzt mit der Magical Staff einfach rechtsklick drauf. Alter. Runic Dungeons Portal. Ja. Und wie gehen wir jetzt rein? Kawabanga! Oder einfach nur rechtsklick drauf. Ah, okay. Off we go. Oh. Ja, was ist das denn? Dungeon Keyhole? Ach verdammt, mir fällt was ein. Ich muss nochmal ganz kurz zurück, weil wir haben erst ein kleines Problem. Okay, welches? Ja, ich war jetzt schon nochmal mit dem Lex vorher in den Runic Dungeons, aber meine Aufnahme davon ist kaputt gegangen. Oh. Bist du? Und zwar brauchen wir noch einen Dungeon Key. Den kriegen wir normalerweise direkt am Anfang geliefert, aber in diesem Fall leider nicht, weil wir schon einmal drin waren. Aber den kann man craften aus einem Netherstar, Goldnuggets und Goldingot. Alter. So, okay. Ein Dungeon Key und jetzt können wir wieder zurück. Na? So. Dann wieder zurück in die Runic Dungeon Welt. Kurze Information, was die Runic Dungeons sind. Ein gigantischer Dungeon. Also das können wir gleich mal ganz kurz zeigen. Das Interessante ist, diese Alter. Dungeon, die Bricks hier, sind unzerstörbar. Ach ja, echt? Ja. Ah. Tatsache. Okay, schade. Die hätte ich gern mitgenommen. Die kann man craften. Ah. Aber unzerstörbar. Nicht unzerstörbar, die kannst du normal craften, aber dann halt so, dass sie nicht unzerstörbar sind. Na, warte mal, hier ist doch erstmal was, oder? Da sind wir schon entlang gegangen. Achso, okay. Und ich wäre vorsichtig, ganz kurz. Siehst du diese Dungeon Bricks mit den Löchern hier? Ja. Die können dir Schaden machen. Oh. Okay. Okay, also. Ich hab dir die Erbe. Wo gehen wir lang? Da oder hier? Oh, gehen wir hier lang. Gut, hier ist der Dungeon Key. Einmal aufmachen. Ui. Oh, da lädt's. Okay, hier sind Spawner. Abbauen. Siehst du, das hätte ich jetzt mitnehmen können. Meine Spawner. Lustig. So, und jetzt mal ganz kurz. Da ist ein Key drin. Ups, den habe ich aufgehoben. Okay. Hier ist ein Kohleerz drüber, über der Truhe.
Ja, und? Wenn du das abbaust, könnte sein, dass das ein Fake-Ohr ist. Das kann explodieren. Okay, dann mach du das mal. Ja, das war jetzt klar. Ist klar. Ist safe. So, und die Truhe kann man looten. Boah, nicht schlecht. Darkseal nehme ich mit, die Bücher kannst du haben. Boah, Bücher so. Nehme ich mit. Uncommon Treasure. Oh, Uncommon Treasure. Hm? Den lasse ich erstmal noch. Können wir vielleicht zum Ende der Folge mal machen. Ja. Da können wir jede Menge zu Hause machen. Ja. So, wo gehen wir jetzt entlang? Ich gehe einfach hier geradeaus weiter. Ja. Oh, ich höre schon. Du kennst Proteins this way. Okay. Ja. Ah, dann gehen wir da lang. Hä? Ja. Das ja. war. War kacke. Ja. Oh. Cool. Das heißt, wir brauchen einen neuen Dungeon Key. Nein. Doch. Mach grad mal ein paar, oder? Ja, ich mach mal 3-4 Vorrat. Aua, aua, aua. Ah, verdammt. Was ist los? Ja, ich bin über diese komischen Staffeln da gelaufen. Hey, ist aber schön hier, kann man nichts sagen. Und wenn ich jetzt auch die. Alter, ist das Ding groß. Mhm. Gegen Ende der Folge würde ich ja ganz gerne mal sowas zeigen. Ah. Warten wir noch. Wie soll das denn gehen? Da lang? Weiß ich nicht. Erklär's uns. Also 2 konnte ich noch machen. Okay. Also im Notfall müssten wir uns dann nochmal bei dir, Sora, bedienen. Natürlich, nicht so. Also noch geht es erstmal klar, aber verdammt wichtig hier drin. Ups. Mach dir am Portal einen Wegpunkt. So, ja, genau. Das kann verdammt böse enden. Oh, Portal. So, ich gebe dir jetzt auch mal einen Dungeon Key. Danke. Das? Würde ich sagen, hier dann? Oder? Ja, was sagt denn die Map? Ja, machen wir mal. Gut, ich mach auf. Nee, aus. Oh. Lass sie doch kommen. Lass sie doch erstmal kommen. Wie? Nein, ich muss. Hinter den Creeper. Creeper. Ja. Wow. Kannst du ein bisschen ausleuchten? Wir müssen nämlich hier jetzt das Obsidian zerstören und dahinter, da sind Spawner. Okay. Ich habe auch gerade wieder die langsamste Pickaxe dabei, merke ich. Okay, die Explosion hat schon ein bisschen bereinigt, sag ich mal. Was sagen wir doch, Charcona, bitte? Mein Gott. Ich hätte echt meinen Hammer mitnehmen sollen. Ja. Ich habe nur einen Enderium-Hammer mitgebracht. Ja, Hauptsache wir können abbauen. Oh, eine Kiste. Hm, da können. Oh, Taumium-Ingot. Ja, Taumium kriegst du hier ziemlich gut. Iridium. Und hier ist der Dispenser mit dem Schlüssel. Ja, sehr geil. Geradeaus weit. Ich glaube, wir sollten nach rechts gehen. Okay. Was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck von so einem Runic Dungeon? Das ist einfach nur wirklich rumrennen, kloppen und weitergehen. Okay. Langweilig. Das ist halt wirklich. Ja, kannst ja ziemlich gut looten und so weiter. Wow, 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 wow. Wow. Alles klar. Ich leg hier mal so ein paar Sachen ab. Achtung, hinter dir. Ja, ja. Okay, willst du meinen Schlüssel benutzen? Was? Ich würde sagen, hier. Schlüssel? Ja. Moment, ich fackel hier noch ein bisschen aus. Ich würde sagen, hier entlang jetzt. Ja. Oh! Ja! Alter, das ist hier. Ja, vorsichtig. Da können explodierende Erze bei sein. Bedien dich. Ich nehme jetzt erstmal den Schlüssel. Ja. Die Erze lasse ich jetzt erstmal. Ah, oh, aber hier ist ein Dense Netzerquarz. Passt auf die TNT-Fallen am Boden auf. Mhm. Was? TNT-Fallen auf dem Boden? Ja, das sind recht gut getarnt über so Druckplatten von Carpenter's Blocks, glaube ich. Ja. Jetzt gehen wir hier weiter. Oh, sehr schön! Alter! Ja, wir haben den ersten Boss gefunden. Okay, das heißt, wenn wir reingehen, dann Nee, nicht, wenn wir reingehen. Ich glaube, den muss man.
Tatsächlich, das ist okay. Klaus? Ja? Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Das meine klar. Schaufel hat Autosmelt. Oh, das ist super. Jetzt hast du Soul Glass gemacht. Ah, ich habe aber noch ich habe noch Soul Sand dabei. Ich sag doch. Nee, du musst den Kopf setzen. Ja. Und go. Alter. Ich würde was weggeben. Komm. Ja, ja. Ich habe Eier. Mhm. Und der Wiffer. Ja. Ah, ja. Nice. Und Schnipp. Kein Schaden. Wow, 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 wow. Ja. Alter. Also, das ging richtig schnell. Ich habe böse Schaden bekommen und dann. Ja. Ich hab gesagt, geh was zurück. Alter, ich spawne wieder hier. Das ist ja geil. Wo ist mein Todespunkt? Es wäre genau das. Also, der einzige Schaden, den mir der Wizard gemacht hatte, war vom Wizard-Effekt. Okay. Ach, da ist er, mein Todespunkt. Hi. Hi. Hättest du auch gleich meine Rüstung mitnehmen können. Oh. Ich bin hier drin gespawnt. Ach so. Ja. Dann erstmal hier Dingens und dann hier, Das. Weg vom Creeper. Und hier ist was Interessantes. Wir kann. Der Wizard hat was freigesprengt, dass du hier rausschauen kannst. Hat der? Man kann hier gerade rausschauen. Hier drüben. Moment, ich muss hier erstmal nochmal gucken. Also jetzt. Ui! Das ist wirklich eine flache Void World. Alter. Und ich würde sagen. Du hast gerade böse Verluste, glaube ich. Wieso? Tess? Ich hör dich abgehackt. Ich sehe es. Nee, das bin ich. Ja. Da steckt wohl gerade wieder der DNS-Server zurück. Ja, es geht jetzt wieder. Okay. Alles klar. Ja. Das Geile ist, du siehst ja hier oben, sind jetzt auch Löcher drin. Moment, ich muss gerade mal Zeug wegpacken. So, ja, wo? Da, oh Gott. Ja, ich habe meine Jetpack dabei. Nimm die, mach sie mal an und flieg mal nach oben raus. Ich hab Jetpack dabei. Oder so, stimmt, war ja was. Flieg mal in so ein Loch rein. Hey. Hä? Ja. Das ist ja krass. Das haben die abgesichert. Das ist ja cool. Das kannst du nur im Creative kannst du da raus. Das würde ich gegen Ende der Folge mal machen, um zu schauen, sozusagen, wie das von oben aussieht. Cool. Nicht schlecht. So, hast du einen Schlüssel? Ja, Schlüssel habe ich. Und ich würde sagen, da du gestorben bist, kriegst du einen Trostpreis. Oh, danke, Netastern. Sehr schön. Dafür, dass ich gestorben bin. Super. Hier nach rechts? Oder? Oh. Ja, schick. Aber hier mit Lichtbugs hast du auch zu kämpfen, ne? Ein paar. Bisschen. Ich geh am Weg weg. Wo ist das Erste? Jo, da war's. Aua! Ja, ich stell jetzt auf. Das können mehrere sein. Okay. Das Zeug kommt weg. Oh, hier drüben auf der Map ist einiges los. Okay. Bereit? Jo. Hallo. Hi. Ich versuche die auf mich zu lenken, weil du die Spawner ab, so gut es geht. Weil ich denke eindeutig ein bisschen mehr. Alter, machst du den Spawner kaputt und dann spawnen erstmal 50.000. Ja. Uiuiuiui, ich bin gleich hin. Wäre es auch kein Wunder, wenn ich da die ganze Zeit auf den blöden Finger da rumlauf. Ja. Uah. Das war knapp. Iridium nehme ich mir wieder an. Ja, kannst gerne machen. So, jetzt ist hier aber kein Dispenser, ne? Nee. Falsch. Genau hier drüber. Oh, okay, warte mal. Ja, mach du mal gerade, du bist schneller. Wow, dass ich das mal sagen würde.
ist ein Arsch. Da ist ja der Dispenser. Ich habe ihn. Gut. Boah. Mann, die blöden Dinger hier, echt. Zombies, Skelette oder Zombies und Spinnen? Ich würde sagen Zombies und Spinnen. Wow! Gute Entscheidung. Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig. Das habe ich komplett vergessen zu sagen. Was denn? Diese Blöcke mit den Punkten, die kannst du ganz leicht kaputt machen. Oh, okay. Und da fällst du dann, glaube ich, auch raus. Ja. Verdammt. So. Lass dich erst. Leute, hier ist ein Spinnenreiter gespawnt. Ja, geil. Hallo, Spinner, weg. Hier ist Taumium drin. Oh ja. Alter. Iridium. So, ich kümmere mich mal wieder um den Spawner. Um den Dispenser. Jo. Er kann es aber verdammt gut Spawner farmen. Ja, das auf jeden Fall. Ist auch gut. Zuckt voll. Hier lang? Würde ich sagen. So, jetzt. Ja, geil. Warte mal. Nee. Haben wir hier irgendwo noch. Ja, da haben wir noch eine Kiste. Das mal weg. Ein Mensch. So. Spawner noch. Weiter? Habe ich schon einen? Ja. Gut, hier? Jo. Ach, da ist es. Oh, der nächste Boss. Wie der nächste Boss? Guardian Spawner? Alter. Ja. Ich gehe. Ja, warte, den kannst du eigentlich tanken. Ich muss mich erstmal wieder aufladen. Ja. Siehst du? Ja, gut. So. Deaths. Guardian of the Deaths. Ja, oh, cool. Geil. Was ist das? Ich habe einen Riders Deck Mode bekommen. Aha. Okay. Und du wolltest die hier haben, die Dungeon Mix. Ja, cool. Und ich habe einen Schlüssel und dann. Ah, ja, mit dem Key. Klaus. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Nein. Sondern bleib erstmal was weiter zurück und dann kommst du später rein. Ja. Ich gehe mal so weit zurück, wie es geht. Ja. Ich versuche den erstmal auf mich zu triggern. Komm rein. Jo, ich bin da. Lol, hau ab, hau ab, hau ab. Ja. Okay. Okay. Alte Merkel, Klaus braucht deine Rüstung. Ja, ein bisschen. Ja. Also, wie viele Tode habe ich jetzt mittlerweile? Oh, 21. Das ist eine schöne Zahl. Hm? Oh, brauchst du einen neuen Laserstar? Aha. Ah. So, das sind drei. Okay. Ich habe jetzt auch hier Epic Shader Grabback. Das ist auch. Ja, achso, ja, hier. Guck mal. Guten Tag. Hallo. Da bin ich. Warte. Nee, warte. Ich hab's gerade abgebaut. So. Zack, 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 zack. Aber einen Schlüssel habe ich jetzt nicht bekommen. Ich habe auch keinen. Du hast keinen Bonusschlüssel mehr? Ich bekomme 36 Mal noch raus. Habe ich nicht. Okay, ja gut, die Folge ist aber auch eh jeden Moment vorbei. Ja. Gut, gut. Zwei Tode, das ist super. Die kann ich eigentlich gleich mal löschen. Ich glaube, ich muss den Death Count nochmal zurücksetzen. Ja, so Set Streetiger 2 Death Counter gleich 0 und Set Street Dodge LP Death Counter gleich 1 Million oder wie? Ja, nee, 130. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, gut, dann. Ja, warte, dann können wir nochmal gerade so machen. Komm, wir setzen uns nochmal beide gerade in Creative. Alter, das ist doch viel zu schnell. Okay. Verdammt. Und dann einmal. Dann können wir jetzt hier rauffliegen.
Okay, danke. So geht's besser. Und dann sieht man diese. Sieht das geil aus. Das ist die Map von oben und die geht schon ein bisschen. Ja, die geht richtig. Lieber Mann. So, wo sind wir rausgekommen? Willst du jetzt direkt da rein oder was? Oder bist du wieder? Hier bin ich. Nee, ich möchte da wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Okay. Jo. Ich hab doch. Einmal mir nach. Nee, ich meine hier, da wo wir durchgeflogen sind durchs Loch, das meine ich. Ach so, ja. Also. Also 3-6. Ja, aber bevor ich hier weitermache, werde ich mir erstmal eine gescheite Rüstung und sowas zulegen, ne? Ja, das auf jeden Fall, das geht bei dir ja super voran. Hier. Mhm. Also ich bin am Portal. Ah, manchmal mag ich das, ein Arsch zu sein. Ja. Ach, da bist du ja schon. Ja, schon. Schon. Ja, schon. Mhm. Ja, cool. Geil. Mhm. Richtig geil. So, und zack, ja. Jetzt will ich aber mal ganz kurz hier. Was willst du denn? Ich habe ja hier diesen Riders Deck Mode bekommen. Achso, damit kannst du Spieler reiten, ne? Ich weiß es nicht. Doch, geht. Bloß ja, aber irgendwie klappt das nicht. Oder sowas. Lol. Wo bist du? Hä? Ich bin hier in der Nähe vom Portal noch. Achso, ich bin nämlich gerade bei dir zu Hause. Also warte. Warte. Leute. Hä? Ja, geil, ein Huhn. Was auf dir? Okay. War tot. Hey, das war jetzt gerade geil. Aber mit dir klappt das nicht. LOL. Was denn? Ich kann mich kurz auf dich draufsetzen. LOL! Hi. Ja, schneller, schneller. Ja, ich glaube, du fliegst jetzt mit, gell? Oh Gott. Und war das aber bei Sora vorbei? Bei Sora? Hm? Na, wie geil ist das denn? Das sieht kacke. Sora! Ja. Hier, komm mal rein, ne? Ja, nur rein. Guten Tag. Hallo. Gibt's da irgendeinen Schaden? Nö. Das ist genial. Hm? Ja, geil. Ah! Du kennst auch hier diese Herzen, die ein Pferd immer hat. Ja. Die hast du gerade bei mir. Oh. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wenn mal so mal die Folge, ne? Boah, klar. Gut. Street reitet mich mal den Sonnenuntergang entgegen. Ja. Und ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao. Ein Grad Wiederschauen.